Well, I greet you and ich begrüße Sie und ich bin sehr froh, zu Ihnen zu sprechen, wo immer Sie sein mögen, als Teilnehmer dieser Konferenz. Wir sind in einem ganz, ganz entscheidenden Augenblick, um mit einer optimistischen Möglichkeit zu beginnen oder besser gesagt mit einem Gedankenexperiment. Es wäre eigentlich recht einfach, fast jedes der vielen Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, zu lösen, wenn die Mehrheit der Regierungen, der europäischen Nationen und vielleicht sogar der US-Regierung sagen würde, gut, wir haben Mist gebaut, wir müssen unsere Denkweise ändern. Wir haben viele Fehler gemacht, wir haben Investitionen in die Infrastruktur vernachlässigt. Wir haben eine Politik gemacht, die Spekulation gegenüber der Realwirtschaft begünstigt. Wir haben zugelassen, dass unsere Landwirte ruiniert werden in einer Zeit einer Hungerkrise biblischen Ausmaßes. Wir hätten wissen müssen, dass wir den Krieg in Afghanistan nicht gewinnen können, der sich zu einem Desaster entwickelte. Wir haben nichts getan, um zur Überwindung der Armut in Afrika beizutragen. Wir haben Länder, die uns freundlich und offen gegenüberstanden, wie Russland und China, durch geopolitische Provokation unnötigerweise zu Gegnern gemacht. Wir scheinen unfähig zu sein, die Pandemie in den Griff zu bekommen, weil wir die Privatisierung des Gesundheitswesens nicht rückgängig gemacht haben und uns in Sachen Impfstoffe nur um die Reichen kümmern, die reichen Länder. Wir haben unsere großen humanistischen, klassischen Kulturen vernachlässigt. Wir haben zugelassen, dass die Köpfe unserer Bevölkerung mit einer völlig verkommenen Unterhaltungsindustrie vergiftet werden. Wir haben zugelassen, dass unsere Jugend am kommenden Weltuntergang verzweifelt, indem wir die Medien mit pseudowissenschaftlicher Propaganda über das Klima berieseln. Weil wir erkennen, dass wir dabei sind, das ganze System vor die Wand zu fahren, ändern wir uns. Und wir schließen uns mit den Ländern der BRI zusammen und arbeiten mit Russland, China und anderen Nationen, um alle diese Probleme zu lösen, was wir auch können. Denn gemeinsam sind wir die kreative Spezies. Das wäre wirklich einfach. Aber wird es wahrscheinlich passieren? Leider nicht. Denn bisher haben die Institutionen des Westens trotz eines politischen Versagens nach dem anderen keinerlei Fähigkeit gezeigt, ihre Fehler zu erkennen, einzugestehen und die entsprechenden Korrekturen vorzunehmen. Daher ist es wahrscheinlicher, dass das gesamte transatlantische System kurz vor dem Zerfall steht. Erinnern Sie sich an diese Sätze. Unsere Republik gehört heute zu den 10 mächtigsten Industrienationen der Welt, zu den etwa 2 Dutzend Ländern mit dem höchsten Lebensstandard. Der Mann, der diese Worte am 6. Oktober 1989 sprach, war Erich Honecker. 12 Tage später war er aus dem Amt und 34 Tage später öffnete sich die Berliner Mauer. Damals warnte Papst Johannes Paul II., man solle aus dem Untergang des kommunistischen Systems nicht den Schluss ziehen, dass das westliche liberale System moralisch überlegen sei. Und wenn jemand Zweifel habe, solle er sich die schrecklichen Zustände in den Entwicklungsländern ansehen. In dieser Zeit hielt ich viele Reden, in denen ich davor warnte, dass wenn man den Fehler machen würde, das neoliberale System über die ganze Welt zu stülpen. Und das wurde versucht und impliziert in dem Euphemismus über das Ende der Geschichte von Fukuyama und explizit in der Idee einer unipolaren Welt, dass es zu einem noch dramatischeren Zusammenbruch des gesamten Systems führen würde. Ich denke, dass wir uns jetzt an dem Punkt befinden. Ich denke, wir stehen am Rande des systemischen Zusammenbruchs des neoliberalen Systems. Er wird eine andere Form annehmen als das Ende der DDR und dann der Sowjetunion, aber dieses System befindet sich an einem Prozess der Selbstzerstörung. Die existenzielle Bedrohung für die westliche Welt geht nicht von den sogenannten autokratischen Systemen und Diktaturen des Planeten oder irgendeinem äußeren Feind aus,
sondern einzig und allein von der moralischen Dekadenz, die aus dem kulturellen Paradigmenwechsel resultiert, der in den 60er Jahren begann und von Lyndon LaRouche damals hellsichtig erkannt wurde und dessen Langzeitwirkung wir heute erleben. Wenn es nicht zu einer plötzlichen Umkehr dieses Paradigmenwechsels kommt, wird das, was Sie die regelbasierte Ordnung nennen, in ein dunkles Zeitalter stürzen mit sehr ähnlichen Merkmalen wie das 14. Jahrhundert oder schlimmer noch, es wird zu totalem Chaos und Weltkrieg führen. In den letzten zwei Wochen wurde auf der COP26-Veranstaltung in Glasgow versucht, die Nationen der Welt dazu zu bewegen, Maßnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen zu schlucken, die, wenn sie umgesetzt werden, zu einem Bevölkerungsrückgang in Milliardenhöhe führen würden und die Industrienationen in einen vorindustriellen Zustand zurückversetzen würden, was glücklicherweise ein glücklicher Misserfolg war, da Russland, China und mehrere Entwicklungsländer offensichtlich die bösen Absichten dieser Leute erkannt haben, nur untergeordnete Delegationen entsandten und völlig andere Prioritäten geltend machten, wie das Recht auf Entwicklung für ihre Länder oder Energiesicherheit. Es wird aber auch registriert, dass von Seiten der Organisatoren nicht ein einziges Mal über den katastrophalen Zustand der bereits bestehenden Hungersnot in vielen Ländern oder den Zusammenbruch der Gesundheitssysteme oder die Flüchtlingskrise gesprochen wurde. Right here. Oh yeah. Diese armen, fehlgeleiteten jungen Leute sind offensichtlich nicht in der Realität. Sie denken nicht an die Massenhungersnot, Zusammenbruch der Zivilisation. Nach mehreren Jahren apokalyptischer Szenarien, dass der Planet oberkochen wird, wie Obama sagte, oder dass wir nur noch 12 Jahre haben, wie Fridays for Future oder andere, oder auch nur 18 Monate, was vor 18 Monaten Prinz Charles sagte. Das hat einen massenpsychologischen Effekt mit schrecklichen Auswirkungen hervorgerufen. Laut dem British Medical Journal hat die Ökoangst vor allem bei Kindern und Jugendlichen zu einem dramatischen Anstieg von Depressionen, schlechter Stimmung, extremer psychischer Belastung und Selbstmord geführt. Laut The Lancet ergab eine Umfrage unter 10.000 jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren in 10 Ländern, dass 84% über die globale Erwärmung besorgt sind, 59% sehr besorgt, 40% wollen keine Kinder haben. Le Figaro, der darüber berichtet, fügt hinzu, jedes weniger geborene Kind würde den Ausstoß von 58 Tonnen CO2 im Jahr vermeiden. Das sind 50 Hin- und Rückflüge von Paris nach New York. Vergleichen Sie diesen Pöbel in dem Video, der von der Finanzoligarchie kontrolliert ist, mit der Realität des Massenhungers in der Welt. Am 8. November gab es eine Notfallmeldung des Welternährungsprogramms. 45 Millionen Menschen stehen weltweit am Rande des Hungertodes. In Haiti, Äthiopien, Somalia, Kenia, Burundi, Jemen, Syrien, Afghanistan
Es gibt exponentiell steigende Kosten für Treibstoff, Lebensmittel und Dünger. David Beasley, BFP-Leiter, sagte in Kabul, das ist die schlimmste humanitäre Krise auf dem Planeten. 95% der Bevölkerung sind in Gefahr zu verhungern. In den nächsten Monaten, es wird die Hölle auf Erden sein. Aber was ist die Reaktion im Westen nach 20 Jahren Krieg, der die USA 2 Billionen Dollar gekostet hat, plus dem, was andere NATO-Länder bezahlt haben, und der das Land völlig zerstört hat, werden jetzt 9 Milliarden Dollar vom US-Finanzministerium einbehalten, 430 Millionen von der Commerzbank, ähnlich bei der Bundesbank, der BIZ und so weiter. Sie argumentieren, die Taliban müssen bestimmte Bedingungen erfüllen, sonst bekommen sie das Geld nicht. Was glauben Sie, was passieren wird, wenn mehr als 30 Millionen Menschen in Afghanistan verhungern und erfrieren? Wie viele Millionen werden dann versuchen, nach Europa zu gelangen? Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration gab es bereits Ende 2020 etwa 221 Millionen Migranten auf der Welt, plus etwa 55 Millionen Migranten, Vertriebene innerhalb der Länder. Zusammen 336 Millionen Flüchtlinge. Die Bevölkerung hat, USA haben nicht ganz 330 Millionen Einwohner. Das sind also 6 Millionen mehr als die US-Bevölkerung. Und das alles unter der Bedingungen einer Pandemie, die noch völlig unter Kontrolle ist, außer Kontrolle ist. Jetzt gibt es eine riesige Krise an der Grenze zwischen Weißrussland und Polen. Tausende von Flüchtlingen ohne Essen, ohne Wasser, keine Unterkunft bei eisigen Temperaturen. Was tut die polnische Regierung? Sie sendet 15.000 Soldaten, errichtet Stacheldrahtzaun, und sie und die EU werfen Lukaschenko vor, er ist der Diktator, der diese Menschen dorthin schickt als hybride Kriegführung. NATO-Generalsekretär Stoltenberg fordert NATO-Unterstützung für Polen. Vorwurf, diese Flüchtlinge würden gezielt ausgeschickt, ist ein großer Betrug. Die Flüchtlinge kommen aus dem Irak, Syrien, Kongo, Kamerun und anderen Ländern. Es ist nicht Lukaschenkos Schuld, dass sie da sind, sondern dass die USA und andere Länder 2003 den Krieg gegen den Irak geführt haben, der auf Lügen basierte, und dass sie die sogenannten Cäsar-Sanktionen gegen Syrien verhängten, um einen Regimewechsel gegen die Assad-Regierung herbeizuführen, was laut Kardinal Cenari über 90% der Bevölkerung in Ernährungsunsicherheit und extreme Armut gestürzt hat in Syrien. Dmitri Poljanski, Chargé d'Affaires der russischen Mission bei den Vereinten Nationen, berichtet, der schon bei Schiller-Konferenzen gesprochen hat. Er berichtet, dass in vielen Fällen Flüchtlinge geschlagen wurden in der polnischen Grenze, in das Gebiet Weißrusslands zurückgetrieben wurden. Eine totale Schande und ein Verstoß gegen alle internationalen Konventionen. Das sind offensichtlich die heutigen westlichen Werte der regelbasierten Ordnung geworden. Inmitten dieser Krise hat Bundespräsident Steinmeier nichts Besseres zu tun, als die Oppositionsführerin Tichanowskaja zu empfangen, die bei der letzten Wahl 10% hatte, aber von der EU zum Gewinnerin erklärt wurde. Maas, Außenminister und die EU fordern mehr Sanktionen. Es gibt eine große Debatte in der, auch wenn Lukaschenko damit droht, jetzt die Energielieferungen durch Weißrussland abzustellen. Es gibt eine große Debatte in der EU,
ob der Bau eines befestigten Außengrenzenzauns finanziert werden soll. Damit sind wir wieder bei der Dystopie des Buches von Jean-Christophe Ruffin aus dem Jahr 1991, Das Imperium und die neuen Barbaren, worin die Idee diskutiert wird, einen neuen Limes um Europa zu errichten, wobei Südwestasien und Afrika zur Terra Incognita erklärt werden, zu gescheiterten Staaten mit von der EU finanzierten Flüchtlingslagern, die Papst Franziskus bereits mit Konzentrationslagern verglichen hat und wo Frontex in Pushback-Operationen verwickelt ist, bei denen in Kauf genommen wird, dass viele Flüchtlinge sterben. One should be absolutely clear. Man sollte sich ganz klar darüber sein, wenn es eine hyperinflationäre Explosion des Systems wie in Deutschland 1923 gab, aber diesmal nicht in einem, sondern in allen Ländern, wo es keine Kapitalkontrollen gibt, und wenn sie die Pläne des Great Reset umsetzen, dann wird es eine Völkerwanderung geben, wie wir sie zunehmend sehen, aus Süd- und Mittelamerika in die USA und aus dem Nahen und Mittleren Osten und Afrika nach Europa. Nicht nur ein paar Migranten, sondern dann Völkerwanderungen wie in der Antike. Zur größeren strategischen Lage zwischen den Großmächten. Beim Versuch, die verwirrend widersprüchlichen Äußerungen der beiden Administrationen zum Verhältnis der USA zu China und Russland zu bewerten, an einem Tag vielversprechend und am nächsten Tag provokative Aktionen der USA um Taiwan oder die Ukraine oder das Schwarze Meer, da sollte man nicht vergessen, die Äußerungen des Kommandeurs, des strategischen Kommandos der USA, Admiral Charles Richard, der schon im Februar in der Zeitschrift Proceedings schrieb: Es besteht die reale Möglichkeit, dass eine regionale Krise mit Russland oder China schnell zu einem Konflikt mit Atomwaffen eskalieren könnte, wenn ein konventioneller Verlust das Regime oder den Staat drohen würde. Folglich muss das US-Militär seiner Hauptannahme von der Einsatz von Atomwaffen ist nicht möglich zu der Einsatz von Atomwaffen ist eine sehr reale Möglichkeit ändern. Das ist eine sehr bemerkenswerte Aussage. Wie wahrscheinlich ist es, dass eines der beiden heißesten regionalen Krisenpotenziale durch Russland oder China verloren geht, wenn es zu konventionellen Militäraktionen kommt? Was einen konventionellen Angriff auf Russland betrifft, so wäre es klug, wenn Admiral Richard Leo Tolstois Krieg und Frieden liest über die napoleonischen Kriege, ergänzt durch die strategischen Studien des Schwagers von Friedrich Schiller, Ludwig von Wolzogen, der für die preußischen Reformer und den russischen Zaren den Plan entwarf, wie man Napoleon in die Weiten Russlands locken könnte, wo er an der logistischen und materiellen Überforderung zugrunde gehen würde. Am Ende dieses Feldzuges war die gigantische Armee ab Napoleons auf ein paar armselige Haufen zusammengerückt, die es kaum in den Westen zurückschafften. Bekanntlich hatten die Architekten des Zweiten Weltkriegs nichts aus diesem Präzedenzfall gelernt. Und der große Vaterländische Krieg ist in den Köpfen der russischen Bevölkerung noch sehr lebendig. Die US- und NATO-Streitkräfte haben also mit Sicherheit studiert, wie ein konventioneller Krieg gegen Russland aussieht. Und das ist keineswegs eine Option. Vor kurzem, nach einigen sehr irreführenden Signalen aus den USA bezüglich ihrer Unterstützung für eine mögliche Unabhängigkeit Taiwans, dem Präsident Bidens Versprechen gipfelte, dass die USA Taiwan nach einem Überfall vom Festland aus verteidigen würden, waren die chinesischen Medien voll von Artikeln, in denen die Zuversicht zum Ausdruck kam, dass die PLR jeden konventionellen Krieg mit Leichtigkeit gewinnen würde.
Tatsächlich, wie sollte eine konventionelle Streitkraft gegen eine hochmotivierte Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen gewinnen, die fest entschlossen sind, dass sich das Jahrhundert der Demütigung, in dem fremde Mächte in ihr Land eindrangen und Gebiete an sich rissen, nie wiederholen wird? Vor allem, wenn die logistische Unterstützung der anderen Seite mehr als 7000 Meilen entfernt ist. Zu Beginn dieses Jahres verwies Daniel Ellsberg anlässlich des 50. Jahrestags seiner Enthüllung der Pentagon-Papiere auf einen Vorschlag von John Foster Dulles, einen nuklearen Schlagabtausch mit Russland und China in der Straße von Taiwan einzuleiten, selbst auf Kosten der Vernichtung Taiwans, nur um die strategische Position der USA zu wahren. Er zitierte eine teilweise freigegebene Studie der RAND Corporation mit dem Titel Die Krise an der Taiwanstraße 1958, eine dokumentierte Geschichte. Ein Papier, das unseren heutigen Politikern, die wieder einmal in einen Weltkrieg hineinzuschlittern drohen, als Lektüre empfohlen werden sollte. Er äußerte die Vermutung, dass heute ähnliche Diskussionen geführt wird. Und Ellsberg verwies auf das bereits erwähnte Zitat von Admiral Richard. Und dann äußerte er seine Sorge, dass die Zivilisation das Zeitalter der Atomwaffen nicht überleben wird, wenn diese Diskussionen nicht rechtzeitig geführt werden. Zwar gibt immer wieder winzige Anzeichen für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA, Russland und China gibt, wie zum Beispiel das Gipfeltreffen zwischen Biden und Putin vor kurzem oder die strategischen Gespräche in Genf oder die Äußerung von NATO-Generalsekretär Stoltenberg, dass China nicht der Feind sei. Aber in der Regel dauert es nur einen Tag, bis die nächste diese Hoffnung durch eine provokative Aktion in Bezug auf Taiwan, die Ukraine oder die derzeitige Stationierung von Aufklärungsflugzeugen und US-Kriegsschiffen im Schwarzen Meer gedämpft wird, die der Sprecher der russischen Verteidigungsminister, Generalmajor Igor Kononchenko, warnte, Russland betrachtet dies als eine Studie über den voraussichtlichen Kriegsschauplatz für den Fall, dass die Ukraine eine Machtlösung für den Konflikt im Südosten vorbereitet. Manchmal sind diese Aktionen höchst provokativ und gefährlich für die regionale Sicherheit und strategische Stabilität. Manchmal sind sie eher lächerlich, wenn, wie unsere unerschrockene Verteidigungsministerin Karrenbauer eine Fregatte in die Indo-Pazifik schickt, um dort Flagge zu zeigen. Vielleicht hofft sie, dass der Westen gewinnt, indem er die Chinesen dazu bringt, sich zu Tode zu lachen. Aber die ernsthafte Frage ist, kann ein Krieg zwischen den Großmächten vermieden werden? Der wahre Grund für alle diese Spannungen ist der Aufstieg Chinas. Ein Aufstieg, der nicht aufzuhalten ist, weil China in den letzten 40 Jahren wirtschaftlichen im Wesentlichen alles richtig gemacht hat. 850 Millionen eigene Bürger hat es aus der Armut befreit und es hat durch die BRI den Entwicklungsländern das chinesische Modell angeboten, um die Unterentwicklung zu überwinden, die von den Kolonialmächten hinterlassen wurde, und durch den IWF, die Weltbank und das neoliberale Finanzsystem fortgesetzt wird. Da Armut und Hunger unbestritten zu den schlimmsten Menschenrechtsverletzungen gehören, hat China mehr für den Schutz der Menschenrechte getan als jedes andere Land der Welt. Aber genau das ist das Verbrechen, über das sich die westliche Finanzoligarchie so aufregt. Wenn man Klaus Schwabs neues Buch Stakeholder Kapitalismus liest, da schüttet er alles aus. Es ist der Kampf gegen die Armut und der Wunsch, ein anständiges Leben zu führen, der den Planeten zerstört. Und deswegen ist es die Armutsbekämpfung, die gestoppt werden muss, wenn man den Planeten retten will.
Und da China der Hauptverursacher dafür ist, ist China der Feind, der eingedämmt werden muss. Und es braucht einen Regimewechsel, wie im Januar in dem Longer Telegram-Artikel im Atlantic Council angedroht wurde. So wird es als Diktatur bezeichnet, als autokratisches Regime etc. Tatsache ist jedoch, dass China mit einer Bevölkerung 1,4 Milliarden Menschen bisher nur 4.600 Covid-Tote zu beklagen hatte, verglichen mit 760.000 Toten in den USA mit einer Bevölkerung von 329,5 Millionen Menschen und Deutschland mit 97.000 Toten von 83,24 Millionen Menschen. Ebenso sind die Kurt Schwabs dieser Welt die schlimmsten Menschenrechtsverletzer von allen. Und das ist noch das Netteste, was man über sie sagen kann. Anstatt uns also in einen Konflikt mit Russland und China hineinziehen zu lassen, der nur zur Zerstörung aller führen kann, sollten wir die eingangs erwähnte Liste von Fehlern zurückkommen und sie korrigieren. Angesichts des Ausmaßes der Krise muss dies mit einem Notfallprogramm zur Rettung Afghanistans und Haitis beginnen, mit dem zweifachen Ansatz. Ein sofortiges, dramatisches, humanitäres Notfallprogramm, um Nahrungsmittel, Medikamente, Treibstoff, Energie, Unterkünfte dorthin zu geben. Dazu müssen alle Gelder, die dem afghanischen Volk gehören, freigegeben werden. Und die Geberländer müssen sowohl für Afghanistan als auch für Haiti die Hilfe wieder aufnehmen. Und es muss volle internationale Unterstützung für die Integration Afghanistans in die BRI und ein echtes Wiederaufbauprogramm für Haiti geben. Alle Nachbarländer Afghanistans, die zentralasiatischen Republiken, Pakistan, Iran, Indien, Russland und China, haben ein grundlegendes Interesse daran, Afghanistan zu retten und zu stabilisieren. Die USA und die NATO, die den Krieg 20 Jahre lang geführt haben und das Land in einem katastrophalen Zustand hinterlassen haben, sind moralisch verpflichtet, sowohl zur Soforthilfe als auch zum wirtschaftlichen Aufbau des Landes beizutragen. Es sollte klar sein, wie Lyndon LaRouche schon 1973 mit seiner biologischen Taskforce betonte, dass diese und andere sich bereits abzeichnenden Pandemien nur dann in den Griff zu bekommen sind, wenn die schreckliche Unterentwicklung großer Teile des Planeten endgültig überwunden wird. Dies muss nun erreicht werden, indem wir mit dem Aufbau eines modernen Gesundheitssystems in jedem einzelnen Land beginnen. Mit oberster Priorität in Afghanistan und Haiti, aber auch im Jemen, in Syrien und all den anderen Ländern, die es bitter nötig haben. Für Afghanistan sollten wir es Operation Ibn Sina nennen. Ibn Sina oder Avicenna, wie er im Westen genannt wird, denn diese herausragende Persönlichkeit steht für die stolzeste Tradition dieses Landes. Verschiedene historische Quellen, wo nur diskutiert wird, ob nur der Vater Abdullah in Balkh geboren wurde oder auch Ibn Sina, Balkh ist in Afghanistan, andere Plätze sind in Usbekistan oder Persien. Es spielt keine Rolle. Er ist der Sohn der Gegend von Baktrien, was zur Zeit der antiken griechischen Zivilisation das Land der tausend Städte genannt wurde. Ibn Sina, der 980 ungefähr geboren wurde und 1037 gestorben ist, ist anerkannt als Vater der modernen Medizin. Er war Philosoph, Geologe, Astronom, er studierte Erdbeben und die Wolkenbildung, er entwickelte Methoden der Chemie, wie zum Beispiel die Herstellung von Schwefel, er war außerdem ein Dichter und schrieb Dramen. Aber vor allem in der Medizin machte er revolutionäre Durchbrüche, zum Beispiel
identifizierte er die Funktion der verschiedenen Organe, den Puls, die Verbindung zwischen Nerven und Bewegung der Muskeln. Er entdeckte die Hirnhautentzündung, Brustkrebs, Gelbsucht, Blasensteine und hat einen ganzen Katalog von Arzneimitteln zusammengestellt. Er war der Erste, der eine Psychotherapie entwickelt hat, ein Kompendium über die Seele, eine Abhandlung über die Heilung der irren Seelen, die Heilung von Zweifeln und Verzweiflung. Er hat mehr als 200 Bücher, vielleicht sogar doppelt so viele geschrieben. Und sein Kanon der Medizin war bis ins 17. Jahrhundert das Standardwerk für Ärzte in Europa. Ibn Sinas komprehensive, also entwickelte umfassende metaphysische Konzeption in der Tradition Platons, Al-Farabis, Al-Kindis, hat das ganz wesentliche Konzept der notwendigen Existenz entwickelt. Das Wahid al-Wayud, was Gott ist, und alle anderen Existenzen existieren nur, weil Gott sie möglich macht. Diese Idee von Ibn Sina beeinflusste viele andere Denker in allen möglichen Religionen. Er war auch hoch angesehen bei vielen anderen, wie Dante, den im Convivio und in der Göttlichen Komödie erwähnt, sowie Nikolaus von Kues, der in mehreren Texten, wie zum Beispiel einer Verteidigung der Dr. Ignorantia gegen Kritik von Professor Wenck, Kusa schreibt, vor Avicenna hat sich der göttliche Platon im Parmenides sehr intensiv bemüht, den Weg zu Gott zu öffnen. Denn jedes Bild erreicht als Bild nicht die Wahrheit seines Vorbildes. Afghanistan braucht also dringend moderne Krankenhäuser, die in 2 Wochen gebaut werden können, wie die Chinesen in Wuhan bewiesen haben. Und modern ausgebildete Ärzte und Krankenschwestern. Und was könnte man diesem Bemühen besser als Namen geben, als es nach Ibn Sina zu benennen, um an die Tradition eines der großen Denker der Weltgeschichte zu erinnern. Avicenna ist gleichzeitig das Bindeglied zwischen der humanistischen Tradition der europäischen und der islamischen Welt, der er die Ideen der antiken griechischen Philosophie in sein Werk einfließen ließ, das wiederum einen großen internationalen Einfluss nach ihm hatte. Wir sollten uns also bemühen, die internationale Hilfe und die Kräfte zu bündeln, um in seinem Namen ein modernes Gesundheitssystem auf Notfallbasis aufzubauen. Indem wir uns dazu verpflichten, können wir im Westen auch die Integrität zurückgewinnen und die moralische Statur, die wir brauchen, um aus dieser Krise herauszukommen. Beziehen wir uns auf alle großen Denker und Philosophen, um in diesem Kraft zusammenzuarbeiten. Die Operation Ibn Sina muss auch zum Kristallisationskern für die Zusammenarbeit zwischen Russland, China, den USA und den europäischen Nationen bei dem Bemühen um die Rettung Afghanistans werden. Wenn es gelingt, in dieser gemeinsamen Mission das geopolitische Denken zu überwinden, dann kann dies einer der dringend notwendigen vertrauensbildenden Schritte sein, um ein neues Modell der internationalen Beziehungen auf strategischer Ebene zu schaffen. Um all die Probleme biblischen Ausmaßes, wie David Beasley vom Welternährungsprogramm sie nennt, den Hunger, die Pandemien, die Migrantenkrise, die Armut, die Unterentwicklung von Milliarden von Menschen, die anzugehen und zu lösen, ist die Zusammenarbeit in der BRI das einzig praktikable und bereits verfügbare Lösungsrahmen.
Anstatt also das pompöse Global Gateway vorzuschlagen, das von der Leyen in den nächsten Tagen bei ihrem Besuch in Washington vorstellen will, dass das Handelsblatt als weit unter den Erwartungen liegend, ohne konkrete Projekte oder Prioritäten aufzulisten und als verpasste Gelegenheit charakterisiert, sollten die europäischen Nationen und die USA die Win-Win-Kooperation für eine gemeinsame Gemeinschaft einer gemeinsamen Zukunft akzeptieren, von der Präsident Xi gesprochen hat. Lassen Sie mich einen letzten Punkt ansprechen. Um diese beispiellose und vielschichtige Krise zu überwinden, brauchen wir nicht nur ein völlig neues Paradigma in den internationalen Beziehungen, eine unvoreingenommene Untersuchung dessen, was China wirtschaftlich richtig macht und warum der Westen nicht in der Lage oder nicht willens war, den sogenannten Entwicklungssektor zu entwickeln. Es bedarf vor allem einer ernsthaften Untersuchung, wie es meinem verstorbenen Mann Lyndon LaRouche möglich war, alle Aspekte der gegenwärtigen Krise vorherzusehen, die er vorausschauend auf den kulturellen Paradigmenwechsel von 1964 bis 1972 zurückführte, als eine New Age-Gegenkultur eingeführt wurde und vor der er in zahlreichen Artikeln warnte, darunter einer von 1998, wie man in einer Krisenzeit denken sollte, wonach, wenn dieses Paradigma nicht umgekehrt würde, die Existenz der Weltzivilisation bedroht wäre. Darin identifizierte er das Eindringen verschiedener Formen des Kulturrelativismus, der T-Gruppen und der Regenbogenkoalition als Trennung aller von allen nach jedem erkennbaren Unterschied der ethnischen Herkunft, des Geschlechts oder was auch immer, als jenes Prinzip, dass alles ist erlaubt, das eine Gesellschaft von innen heraus zerstören würde. Denken Sie an den Videoclip, den ich vorhin gezeigt habe, von dem dionysischen Mob, der in der Tat den Verdacht aufkommen lassen könnte, dass Außerirdische aus dem Weltall den Geist dieser Jugendlichen übernommen haben, die zwar noch den Körper von Menschen haben, deren Gehirn aber eindeutig nicht unserer Gattung angehört. Es ist daher eine Herausforderung für die seriösen Wissenschaftler auf der ganzen Welt zu untersuchen, warum Lyndon LaRouche den Zeitpunkt und den Charakter der gegenwärtigen weltweiten Finanz- und Geld- und Wirtschaftskrise so treffend vorausgesagt hat, sowie seine Methode der physischen Wirtschaft, wenn wir unseren Planeten so entwickeln wollen, dass er für alle heute und in Zukunft lebende Menschen lebenswert ist. In diesem Sinne, lasst uns auf der freudigen Grundlage handeln, dass wir die einzige schöpferische Gattung im Universum sind, dass wir nicht erdgebunden sind, sondern eine potenziell unsterbliche Gattung im Universum. Vielen Dank.